Ja, Hallihallo. Eine überschaubare Gruppe, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem skalieren können heute. Es geht um das Scaled Agile Framework, um SAFe und einer der Talks, die heute tatsächlich auch mal ein Tool beleuchten und die Frage halt eben danach, wie kann man denn agiles Führen durch Tools unterstützen? Und dazu erstmal herzlich willkommen hier von uns dreien. Wir haben zuerst mal so eine kleine Frage an euch. Die, genau, kannst schon mal direkt auf den nächsten, auf die nächste Slide gehen. Wer von euch arbeitet denn in oder für ein agiles Team? Vielleicht steht ihr einfach mal auf. Ne? Aufwachen nach dem Mittagessen. Okay. Okay, sind ein paar Leute. Okay. Jetzt ist ja häufig so, ne, in den Grundfesten des Scrum-Frameworks, da hat man sich so über Skalierung nicht so viele Gedanken gemacht. In den Teams funktioniert es mit dem agilen Arbeiten total gut. Bleib ruhig stehen, bleib ruhig stehen, bleib ruhig stehen. Funktioniert das ja total gut. Jetzt ist die Frage, mit der Zeit hat man vielleicht Erfolg und es kommen mehr Teams dazu und die arbeiten alle im Idealfall eben autark, jedes Team für sich an einem Produkt selbst organisiert. Wer von euch arbeitet denn in einem Unternehmen, das mehrere, mehr oder weniger losgelöste, voneinander arbeitende, agile Teams hat? Bitte stehen bleiben. Stehen bleiben. Ja, da steht hier jemand auf, ist gut. Gut, und dann ist ja die nächste Herausforderung dann, wir haben also Teams, die eher noch losgelöst voneinander sind. Das ist auch noch ganz gut zu handeln. Jetzt ist es so, das ein oder andere Unternehmen hat noch mehr Erfolg oder hat eben heutzutage Lösungen, um dem Bedarf gerecht zu werden, die einfach eine gewisse Größenordnung haben, wo du mit einem Team einfach nicht mehr viel wirklich stemmen kannst. Und dann haben wir eben die nächste Situation. Wir haben plötzlich ganz, ganz viele Teams, die aber alle in irgendeiner Form miteinander verbunden sind, die Abhängigkeiten zueinander aufweisen, die gemeinsam an einer Lösung arbeiten oder an einem Produkt arbeiten, und die entsprechend koordiniert werden müssen. Bei wem von euch ist das denn der Fall? Bleiben noch dieselben. Guck mal, da steht sogar wieder einer auf. Das finde ich Also gut. bei denen es nicht Ja. der Fall ist, die können sich setzen. Gut, und dann Sehr gut. ist die letzte Frage in dem Zusammenhang. Wahrscheinlich keine Überraschung. Wer von euch arbeitet denn in irgendeiner Form im Framework SAFe oder einem vergleichbaren Framework? Okay, nur noch viele, bleiben auch noch viele stehen. Das ist doch schon mal gut. Gut, und dann zu allerletzt die Frage: Wer von euch arbeitet mit Jira? Confluence? Beides zusammen? Okay, ihr seid hier richtig. Jetzt dürft ihr euch setzen. Okay, weil die Herausforderung bei SAFe ist ja, also wir wollen einer Herausforderung mit SAFe gerecht werden. Wir sind jetzt nicht die Methodenkenner, sondern wir sind eher so die Toolkenner. Aber klar ist ja schon mal, wir wollen in irgendeiner Form sicherstellen, dass im Endeffekt so ein sogenannter Agile Release Train, bei dem eben viele Teams sozusagen zu einem großen Team zusammengefasst werden, die Möglichkeit haben, zu bestimmten Punkten Integrationsmöglichkeiten zu finden, zu releasen, je nachdem, wie es halt eben geplant ist, wenn man nicht halt eben continuous released, und eben auch ein Review zu haben und das einfach alles aufeinander abzustimmen. Denn der iterativ-inkrementelle Ansatz, der ist bei SAFe ja auch ganz ausgeprägt. Das heißt, hier geht man also bei SAFe ja davon aus, wir haben in einem sogenannten Release-Train eben bestimmte Haltepunkte und im Gegensatz zu der ursprünglichen Scrum-Idee, dass jedes Team seine eigenen Kadenzen irgendwie haben kann, gehen wir hier davon aus, wir alignen das alle schon mal an der Stelle und haben eben alle dieselbe Kadenz und schaffen so eben diese Integrationsmöglichkeiten. Das ist natürlich eine ziemlich große Herausforderung, insbesondere bei sehr großen Unternehmen, bei denen vielleicht mehrere hundert oder gleich mehrere tausend Entwickler beteiligt sind, ist es natürlich ungleich schwerer, auch ein agiles Mindset in irgendeiner Form zu leben, vorzuleben, durchzusetzen durch die gesamte Organisation. Und es gibt natürlich auch Entscheidungen, die irgendwo auf strategischer Ebene weiterhin getroffen werden und auch getroffen werden müssen, weil es wahrscheinlich wenig sinnvoll wäre, alle Entscheidungen mit, keine Ahnung, zigtausend Leuten zu treffen. Also in der Regel gibt es ja in dieser Größenordnung immer in irgendeiner Form eine strategische Ebene, die natürlich den Ansatz hat oder die auch die Aufgabe hat, möglichst viel
Alignment zu schaffen, also ein gemeinsames Verständnis davon, wie wir gemeinschaftlich was erreichen wollen, weil das ist ja auch eine der Ideen eben hinter Agile, dass nicht irgendwie jeder sein eigenes Ding macht und irgendjemand von da oben sagt, was zu tun und was zu lassen ist, sondern man das halt eben irgendwie gemeinschaftlich schafft. Und insofern ist dieser Austausch von oben nach unten, von unten nach oben, und das ist jetzt wirklich nur der einfache Teil war so gesagt, also durchs gesamte Unternehmen hindurch, natürlich eine große, große Herausforderung. Und ohne digitale Werkzeuge, keine Ahnung, wie man das halt eben mit irgendwie mehreren tausend Leuten schaffen will. Insofern, wir gehen einfach davon aus, dass zumindest das skalierte Arbeiten im agilen Kontext zwangsläufig auch eine Tool-Herausforderung ist. Und heute wollen wir euch mal ein bisschen vorstellen, wie man das eben schaffen kann, also wie ein Tool oder mehrere Tools in Kombination auch zusammen das agile Führen erleichtern, unterstützen. Und bei SAFE gucken wir da ganz konkret auf das große Thema Alignment, also das gemeinsame Verständnis schaffen, dass alle die gleiche Ausrichtung haben und dadurch überhaupt erst ermöglicht wird, dass auch von jedem Einzelnen unternehmerische Entscheidungen zumindest mitgetroffen werden, weil man überhaupt eine Idee davon hat, wo wollen wir eigentlich hin? Weil das ist ja immer die größte Herausforderung, die linke Säule, Transparenz zu schaffen und überhaupt dafür zu sorgen, dass jeder eine gleiche Wissensbasis hat. Das sind also die beiden Punkte aus dem SAFE Framework, auf die wir heute ein bisschen fokussieren wollen. Transparenz und Alignment, das werdet ihr so immer wieder hören. Das sind auch die Teile, die wir jetzt ganz konkret in dem Tool oder den Tools eben auch zeigen wollen. Ja, wir haben so ein fiktives Unternehmen uns überlegt und da wird jeder von uns einfach in so einem kleinen Rollenspiel eine Rolle übernehmen. Genau, also ich bin der Jan und ich repräsentiere in dem Rollenspiel den Business Owner. Ich bin die Anna und ich nehme die Perspektive des Methodenkenners ein, also sprich RTE, Scrum Master. Genau, und ich bin dann der die Arbeit macht. Ich bin Entwickler und repräsentiere so die breite Masse der Entwicklerteams. Und selbstverständlich werden wir jetzt vereinfacht, oder vieles vereinfacht darstellen, um auf den Punkt zu kommen. Und wir werden viele methodische Dinge einfach außer Gesicht oder außer Acht lassen. Und haben uns jetzt mal so eine kleine Story überlegt, wie wir das halt eben darstellen wollen. Stellen wir uns mal vor, es gibt ein fiktives Unternehmen aus der E-Mobilität. Nennen wir es mal Allset. Und dieses Unternehmen möchte den deutschen Automobilmarkt ein bisschen aufmischen und international sich noch stärker platzieren und kommt deswegen auf die Idee, eine Gigafactory in die grüne Heide reinzusetzen. Und, was noch keiner wusste bisher, auch einen großen Entwicklungsstandort dort zu eröffnen, von dem aus zentral weltweit die gesamte Entwicklung gesteuert werden soll. Insider-Informationen. Und da ist es halt eben jetzt so, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir eben dort in dieser Konstellation das gesamte Unternehmen eben auf Linie bringen. Genau, dann fangen wir mit dem Rollenspiel an. Jan, wie sieht es eigentlich mit unserer Vision aus? Bisher hatten da ja alle Geschäftsführer unterschiedliche Meinungen. Gibt es denn mittlerweile einen Konsens, auf dem wir irgendwie aufbauen können? Ja, gut, dass du fragst, Anna. wir haben uns nach langen, intensiven Sitzungen am Abend endlich auf eine Visionsformulierung einigen können. Und ich bin sehr entzückt, die mal kurz zu sagen. Und zwar Agile Drive, Freude am Gefahrenwerden. Wow, das klingt richtig cool. Wo finde ich das denn jetzt? Wo kann ich das nachlesen? Das haben wir halt wie immer in einer PowerPoint festgehalten. Ne? Aha, okay. Und die ist wo? Ja, in der Management-Ablage natürlich. Okay, vielleicht teilst du das am besten als Unternehmensnachricht in unserem Agile Hive. Das ist transparenter und für alle im Unternehmen sichtbarer. So können wir Einschätzungen und auch Erfahrungen aus dem Unternehmen sammeln. Und das schafft einfach mehr Akzeptanz und Transparenz für uns alle. Das stimmt, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich setze das mal direkt um. Tja, es vergeht ein bisschen Zeit. Und kurze Zeit später kann die gesamte Entwicklerschaft, die gesamte Belegschaft kann im angeschlossenen Linchpin in Agile Hive eben eine neue News finden und die natürlich auch mobil gepusht bekommen. Und ich kann also dort nachlesen, guck mal, ach Mensch, das Management hat sich mal wieder was überlegt. Wieder war ein Moment her, was das letzte Mal was wir denen gehört haben, aber schau an, sie haben sich auf eine Vision geeinigt, Freude am Gefahrenwerden, das Auto der Zukunft fährt, wie du dich fühlst. Da kann ich natürlich noch drüber hovern.
und kann noch ein bisschen was dazu direkt lesen. Autonomer E-Mobilität gehört die Zukunft und Fahren ist Emotion. Beides wird zur Perfektion vereint, wenn Autos unsere Stimmung erkennen und uns entsprechend befördern. Na gut, da kann ich mir zumindest was drunter vorstellen. Haben wir jetzt natürlich auch als Entwickler schon seit langer Zeit dran gearbeitet, aber so gut auf den Punkt gebracht wurde es bisher noch nicht. Wir haben jetzt alle in einer gewissen Weise natürlich eine Grundlage, um auch unsere Entscheidung zu stützen und sagen, okay, das ist der Fixstern, auf den wir hinsteuern und darüber ist schon mal ein großes Maß an Ausrichtung halt eben geschaffen. Ja, Anna, im Portfolio-Management haben wir in Anknüpfung an die neue Unternehmensvision, die wir jetzt hier gerade sehen, erste große Initiativen, also sprich Epics, angedacht. Okay, ich freue mich schon drauf, mehr davon zu erfahren. Wieder meine Frage, wo finde ich das denn? Wo habt ihr das festgehalten? Ja, weißt du, also dein Tipp letztes Mal mit Agile Hive hat mir sehr, sehr gut gefallen und genau da findest du es jetzt auch. Ja, großartig. Ja, ich zeige dir mal, wie ich das gemacht habe. Und zwar bin ich hier in unserem Confluence und ich befinde mich hier in unserem Strategy Room. Und hier habe ich direkt die Möglichkeit, neue Portfolio Epics zu erstellen und wir nennen das Ganze mal All Set, der Einfachheit halber, und dann kann ich das hier einfach direkt erstellen. Das Schöne ist, dass jetzt gerade im Hintergrund ein Jira-Vorgang erstellt wurde, der mich jetzt persönlich erstmal nicht weiter interessiert. Mich interessiert jetzt erstmal das Beschreiben dieses Epics und das Schöne ist, dass jetzt gerade automatisch im Zusammenhang auch hier eine Confluence-Seite erstellt wurde. Und die öffne ich jetzt mal. Schau mal hier. Da siehst du jetzt alle Details zu diesem Portfolio Epic. Das heißt, ich sehe Jira-Vorgangsdetails. Ich sehe hier das Epic Hypothesis Statement. Ich sehe, beziehungsweise ich habe die Möglichkeit, den WSJF zu beschreiben oder auch den Lean Business Case zu hinterlegen. Genau. Okay, das ist ja richtig cool. Dann kann ich auch die automatisch entstandene Confluence-Seite jetzt mit den anderen teilen. Genau, also das ist eine ganz normale Seite, wie alle anderen auch. Das kann geteilt werden. Wir können jetzt zusammen daran in Echtzeit arbeiten und jeder kann darauf einen Blick werfen und mehr Verständnis erlangen. Okay, danke. Gut, wir haben also jetzt ein Epic, das wurde erstellt, das wurde auch dann entsprechend kollaborativ im Management und mit wem auch immer, welche anderen Stakeholder da noch eine Rolle gespielt haben, erarbeitet. Und dann hat man sich auch schon die Mühe gemacht und das Epic wurde runtergebrochen in was, was dann halt eben auch umsetzbar ist. In unserem Fall eben in einzelne Features, die wurden auch nochmal nach WSJF priorisiert. Und jetzt haben wir so eine ganz gute Idee davon, was erstmal umgesetzt werden soll. Genau, Anna, und jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen wissen, ich würde mir gerne einen Überblick verschaffen wollen, wo finde ich denn jetzt die Features und in welchem Status befinden die sich denn? Kannst du mir da mal weiterhelfen? Ja, und zwar auf dem Program Kanban Board, das siehst du hier, die sind da jetzt alle eingepflegt. Ich würde dir das mal eben schnell zeigen. Du kannst das Board ganz einfach über die Navigation erreichen, genau. Und auf dem Board siehst du jetzt alle Features, die hier auf verschiedene Statusspalten auch kategorisiert sind. Und dann siehst du auch direkt an den Features, welche Epics auf sie einzahlen und gleichzeitig kannst du auch sehen, wie die Features priorisiert wurden. Ah, okay. Und ja, das passt für mich. Wunderbar. Ich sehe hier den WSJF. Sehr schön. Dafür, ja, das reicht mir als Überblick. Vielen Dank, Anna. Gut, jetzt sind wir wieder im Moment weiter und wer im Safe-Kontext bewandert ist, weiß, haben wir ja auch eben schon mal darüber gesprochen, wir haben eben diese Punkte, an denen sich dann eben alle in irgendeiner Form treffen und Integrationsmöglichkeiten geschafft werden und man sich zusammensetzt. Denn wir sind ja agil und wir wollen kollaborieren. Ist in einem großen Unternehmen mit so einem Tray natürlich auch ungleich schwerer. Das Event, das es dafür gibt, ist das zweitägige PI-Planning, also das Planning fürs Product Increment. Da findet eben die gesamte Planung rhythmisiert statt. Und man kann sich vorstellen, wenn da halt eben mehrere oder
weit über 100 Entwickler zumindest zusammenkommen könnten und dann auch noch Business Owner, weitere Stakeholder, Scrum Master und so weiter. Ruckzuck sind da also wirklich sehr, sehr viele Leute involviert, die unter Umständen halt eben auch von weiß der Geier wo eingeflogen werden müssen. Da wird einem natürlich, wenn man an die Kosten denkt, so ein bisschen Angst und Bange. Und damit das Ganze sich auch richtig lohnt, ist eine entsprechend effiziente Planung im Vorfeld natürlich extrem wichtig. Das ist manchmal gar nicht so ohne. Man denkt so, ja Mensch, safe selber ist ja schon komplex genug, aber dass allein die Planung von so einem PI-Planning als Event schon ganz schön zeitverschlingend ist. Dafür gibt es zum Glück auch eine Unterstützung in Agile Hive. Genau. Anna, du hattest mich zum nächsten PI-Planning eingeladen und darum gebeten, den Business-Kontext vorzustellen, was ich auch gerne machen würde oder auch möchte. Ich weiß aber noch gar nicht, was ich überhaupt drin sagen soll überhaupt. Und mich würde auch grundsätzlich mal interessieren, wie du als Release-Engineer eigentlich dieses Event planst und ja, wie du deine Informationen mit allen Teilnehmern teilst. Ja, gerne. Schau mal. Auch in Agile Hive habe ich das Ganze schon angelegt. Hier siehst du die Checkliste von Agile Hive. Und zwar unterstützt die mich, das Event an sich auch zu planen, beziehungsweise die Planung mit Hilfe anderer irgendwie im Blick zu behalten. Das war nämlich am Anfang auch ziemlich schwierig für mich, da Eventmanagement so gar nicht zu meinem Bereich gehörte. Aber hier kann man Location, Preise, Catering, Services, alles festhalten. Und ich bin somit auch immer im Bilde, was ich als nächstes noch organisieren muss. Damit bin ich jetzt auch fertig und teile dann die Overview-Seite und verlinke diese auch in einer Einladung, sodass jeder sich optimal vorbereiten kann, sich anmelden kann und am großen Tag auch genau weiß, wo er hin muss und was es alles gibt. Die Overview-Seite zeigt auch jetzt alle Infos transparent, also wo findet das Ganze statt, wo ist die Registrierung, Teilnehmerort, was gibt es überhaupt zu essen, immer das wichtigste Thema. Und du hattest mich gefragt wegen dem Business-Kontext, da gibt es nämlich auch eine Seite, da kannst du das hinterlegen und auch deinen Vortrag perfekt vorbereiten. Ah, das finde ich sehr gut, ja, dass es direkt eine Seite gibt, die ich jetzt nicht selber anlegen muss. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht mehr darum kümmern und sehe auch Informationen, was ich eigentlich überhaupt ausfüllen muss. Ja, das gefällt mir sehr gut. Danke dir. Willst du noch einen Übergang machen? Ja, genau. Und jetzt kleiner Sprung nach vorne. Wir sind im PI-Planning. Alle sind gekommen, alle sind gesund und freuen sich eben aufs nächste PI und natürlich darauf, auch zu zeigen, was im letzten gelaufen ist. Genau. Also so, nachdem ich jetzt diesen Business-Kontext, den wir jetzt hier nur angerissen sehen, vorgestellt habe, freue ich mich halt jetzt die kommenden 2 Tage mit allen Beteiligten zu verbringen und die Planung fertigzustellen. Und ja, für Fragen, Anna, stehe ich dann dir und auch den ganzen anderen Mitarbeitern gerne zur Verfügung und wir kommen dann nach und nach in die Teams. Ja, das ist natürlich heute mein Tag oder unser Tag als Entwickler, weil hier sitzen halt eben die ganzen Leute, die nachher die Arbeit machen sollen und dementsprechend ist die Planung für uns da ganz wichtig. Und ja, es ist jetzt so, dass wir hier uns zusammengesetzt haben und eben Features übernommen haben, die wir als Team für uns jetzt rausgesucht haben, die wir umsetzen wollen. Und wir haben auch schon mal grob gesagt, wann wir die eben entsprechend liefern. Das haben wir auch schon mal ganz grob festgehalten. Und jetzt ist natürlich unsere Aufgabe, die, soweit es halt eben sinnvoll ist, an der Stelle auch schon, also wir wollen ja auch da agil auf Änderungen auch während des PIs noch reagieren können, aber so viel wie halt eben machbar ist an der Stelle, schon mal planen und das Ganze eben in Stories runterzubrechen. Genau, das machen wir dann jetzt mal hier und bevor wir da halt eben auch zu viel Zeit investieren, wollen wir natürlich auch erstmal gucken, was schaffen wir denn eigentlich überhaupt im nächsten PI? Wie sieht es mit unseren Kapazitäten aus? Und wir wissen so einigermaßen aus der Erfahrung, welche Velocity wir haben, also wie viele Storypoints wir pro Sprint schaffen. Und jetzt gucken wir, okay, im ersten Sprint sind alle da, da haben wir eine 20. Und im zweiten Sprint, da ist irgendwie ein Feiertag und da ist nochmal jemand im Urlaub, da schaffen wir maximal 15. Und die anderen Sprints sind diesmal zum Glück einigermaßen überschaubar. Da gehen wir mal davon aus, dass wir auch die 20 Points, die wir sonst eben auch im Durchschnitt so geschafft haben, dass wir die ganz gut hinkriegen. Das kann ich eben dann noch direkt hier eintragen in der Planung. Es ist sehr praktisch in dieser Roadmap-Ansicht. Da kann ich eben oben ein Feature auswählen und sagen, so, und das wollen wir jetzt halt eben runterbrechen und sagen, wir gucken mal, aus welchen Stories wird denn das Ganze eigentlich zusammengesetzt. Und das machen wir dann eben hier jetzt mal mit sehr kreativen Dummy-Daten, wie ich finde. Vielen Dank.
Es sprudelt nur so aus mir raus. Das Schöne ist, dass die jetzt auch schon direkt verlinkt sind zu dem richtigen Feature im richtigen Release-Train. Es wird mir alles hier sehr einfach gemacht, alles richtig zu machen im Safe-Kontext, also wirklich safe by the book zu leben eigentlich, ohne dass ich mir groß Gedanken drüber machen muss. Und jetzt kann ich mich natürlich auch hinstellen mit meinen Kolleginnen und Kollegen und sagen, okay, schätzen das Ganze eben jetzt mal und tragen erstmal ein paar Points ein. Genau. Und zu guter Letzt habe ich jetzt natürlich dann eine ganz gute Übersicht und alle anderen haben eben auch sehr schnell eine ganz gute Übersicht, was bei uns hier im Team passiert. Jetzt ist es uns natürlich extrem wichtig, insbesondere aber auch dem Management, zu sehen, okay, die verlassen sich drauf, dass halt eben bestimmte Features eben auch dann delivered werden zu einem Zeitpunkt, der für sie eben wichtig ist, weil unter Umständen auch nochmal rechtliche Dinge dranhängen, unternehmerische Dinge dranhängen. Insofern ist es natürlich auch wichtig, die Abhängigkeiten aufzuzeigen, die vielleicht da sind und in irgendeiner Form Gefährdung für die Lieferung des Features bedeuten. Und das machen wir jetzt im Moment hier mal doch direkt auch auf Teamebene, weil wir halt eben ja alle Teams hier vor Ort haben und wir eine ganz gute Idee davon haben, bevor wir das hier fertigstellen können, brauchen wir nochmal eine Zulieferung aus einem anderen Team. Dann kann halt eben jemand von uns hin dackeln, das mal besprechen und gemeinschaftlich, kollaborativ kriegen wir das halt eben hier umgeplant. Man sieht die Abhängigkeiten direkt visualisiert. Grüne sind gesund, da sind also Dinge so geplant, dass sie nacheinander abfolgen können. Gelbe sind in einem Sprint eingeplant, da merkt man, okay, da müssen wir ein bisschen Auge drauf haben. Und rote Abhängigkeiten weiß man, da ist halt eben Henne vor Ei, Ei vor Henne, egal wie rum, aber auf jeden Fall falsch. Okay. Gut. Dann haben wir ja jetzt schon Tag 2, Ende des Tags 2. Wie weit seid ihr denn jetzt eigentlich? Ja gut, also wir haben jetzt nach unserer Planung in den Teams, nach den Breakouts, haben wir eigentlich eine ganz gute Idee davon, was im Endeffekt für die Planung das Wichtige ist. Wir wissen, wann wir welches Feature liefern wollen, soweit wir das halt eben jetzt absehen können. Ja, klingt gut. Dann lass uns doch noch einen Blick auf den Team-Report werfen. Ich sehe, dass ihr da die Team Objectives schon definiert habt. Dann bitten wir mal den Business Owner zu uns. Jan, kannst du uns den Business Value der Objectives einschätzen? Ja, gerne. Also schaue ich mir das doch mal gerade an. Okay, ich sehe hier unten auf eurem Report eure identifizierten Team PI Objectives, die für dieses PI gelten. Die lese ich mir erstmal kurz durch und schaue, ob wir sozusagen auf einer Wellenlänge sind, ob sozusagen das verstanden wurde, was aus der Strategie sozusagen runtergetragen wird und ob die Ausführung sozusagen verstanden hat, was wir eigentlich wollen, ob wir am gleichen Strang ziehen. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, passt das alles für mich. Das heißt, jetzt gehe ich hin und vergebe für jedes einzelne Objective hier, das habe ich jetzt natürlich schon vorbereitet, vergebe ich hier subjektiv, das ist etwas ganz Subjektives, was hier immer geschieht, den Business Value. Das heißt, es ist eine Zahl von 1 bis 10 und 10 hat die höchste Wertigkeit. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und definieren, welches dieser Team Pay Objectives welche Wertigkeit aufweist. Und ja, eigentlich sollte ich dann auch nach jeder Demo, also alle 2 Wochen zum Beispiel, diesen Actual Value auch updaten. Aber in der Realität habe ich meistens dafür doch keine Zeit und das passiert dann vermutlich meistens eher wieder erst am Ende des PIs. Aber wie auch immer, wenn ich dazu komme, kann ich die dann auch hier wunderbar updaten. Ja, und das ist natürlich für uns in der Entwicklung ganz elementar zu sehen. Wie wird denn das eingeschätzt? Also wie wertvoll ist jedes Objective, das wir uns halt eben als Team auch gesetzt haben, um da eben dann natürlich auch mit Hochdruck entsprechend dran arbeiten zu können und zu sehen, worauf sollten wir auf jeden Fall fokussieren? Genau, und für mich als Business Owner, also diese Bewertung ist natürlich jetzt ein Teil des PI-Plannings. Ansonsten ist mir diese Ebene natürlich viel zu granular, viel zu tief. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Mich interessiert vielmehr eine Ebene darüber, das heißt die Programmebene, beziehungsweise in einem Programm haben wir ja unsere Agile Release Trains und da sind ja alle Teams eines Agile Release Trains zusammengefasst und da sind Daten drin, die mich viel mehr interessieren, wie gesagt, dann sehe ich, wie der allgemeine Fertigstellungsgrad hier aussieht, alle anderen Daten,
die wir jetzt hier sehen, Fertigstellungsgrad pro Feature oder Fertigstellungsgrad innerhalb der Teams, das ist wieder eher eine Information, die sehr interessant ist für Anna oder auch für den Peter, aber für mich jetzt eher weniger, aber trotzdem bekomme ich hier genau alle Informationen dynamisch, automatisch dargestellt, ohne dass mir jetzt jemand eine PowerPoint in irgendeiner Ablage hinterlegen müsste. Ja. Genau. Abschluss. Abschluss. Fazit. Ja. Ja, dann würde ich sagen, an sich sind das so die elementaren Bestandteile, die im Endeffekt Alignment und Transparenz vor allen Dingen eben in Jira und Confluence mit Agile Hive, hier noch mit einem angeschlossenen Linchpin im Endeffekt, also sprich einem Confluence, schaffen. Und ja, was haltet ihr denn davon? Also arbeitet ihr jetzt zum ersten Mal damit im Business? Genau, also für mich als Business Owner ist das ein Tool, was ja, mir eine gute Möglichkeit bietet, mit vielen Beteiligten im Unternehmen in Kontakt zu stehen und aufzuzeigen, dass wir eben alle an einem Strang ziehen. Und ja, darüber hinaus kann ich anhand echter Daten aus den Teams in den Reports jederzeit auch nachvollziehen, wo wir gerade stehen. Ja, als RTE denke ich auch immer, wie wichtig eigentlich Agilität für uns als Unternehmen auch oder den Erfolg unseres Unternehmens und die Menschen hier ist. Aber in unserer Größenordnung ist es ungleich schwieriger, agile Werte oft zu leben, als es zu den Anfangszeiten von Scrum war. Die Tools geben uns hier viele Möglichkeiten, Transparenz, Kommunikation und Zusammenarbeit auch im großen Stil zu ermöglichen, rund um den Globus und auch zu jeder Tageszeit. Ja, für uns in den Teams sieht das eigentlich auch ähnlich aus. Egal, wo wir sitzen, wir haben alle die Möglichkeit, auf dieselben Informationen zuzugreifen. Wir haben maximal mögliches Verständnis davon, wo wir das Unternehmen hinwollen. Ist natürlich auch sehr cool, was wir jetzt nicht gesehen haben, selbst direkt in dem Ticket drin. Also ich meine, so ein PI ist ja dann relativ lang. Man kann sich vielleicht nicht dran erinnern, war vielleicht beim Planning gar nicht dabei, weil man krank war oder sonst irgendwas. Und ich kann trotzdem auch direkt im Ticket drin sehen, in welchem Kontext die einzelne Aufgabe, die ich habe, auch steht. Also ich kann immer sehen, auf welches höhere Unternehmen Ziel zahlt das Ganze ein, also die Idee von unternehmerischem Denken, jedes Einzelnen wird dann natürlich massiv unterstützt, statt dass ich jetzt irgendwie gezwungen wäre, stumpf irgendwas runter zu programmieren, nur weil ich dafür ein Ticket halt eben irgendwie habe. Und dann ist natürlich auch das Event einfach gemeinschaftlich im PI-Planning mit Business-Ownern in Kontakt zu treten und ja, gemeinschaftlich dran zu arbeiten, wo wir eigentlich hinwollen und eben auch auf Schwierigkeiten hinzuweisen, uns über Risiken und Potenziale zu unterhalten. Das stärkt auf jeden Fall die Identität und eben ja auch die gemeinsame Ausrichtung, sprich das safe'sche Alignment. Und insofern habe ich das Gefühl, sind wir mit der Situation alle ganz glücklich und wären damit eigentlich auch so weit, dass wir gerne auf eure Fragen zu den Tools oder auch zu was immer eingehen möchten. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen oder Kommentare? Ich hätte eins. Gibt es Grenzen? Oder gibt es einen Punkt, wo die Skalierung nicht so groß ist, dass es unübersichtlich wird? Aus methodischer Sicht oder aus Toolsicht? Aus Toolsicht. Gut, es ist natürlich so, aus der Methodik werden ja Grenzen bereits mitgeteilt. Also das heißt, ein Art besteht aus maximal 100, 120 Personen. Da kommt auch immer diese Dunbar-Zahl. Das heißt, dadurch, dass ein Art jetzt nicht normalerweise nicht mehr Personen haben sollte, halten sich natürlich auch die zum Beispiel Jira-Projekte, die Anzahl der Personen, alle immer im Rahmen. Ja, natürlich gibt es auch Kunden, die dann, sage ich mal, von der Methode abweichend 200 Personen in einem Art haben. Ja, das ist aber natürlich dann eben, warum auch immer, geschuldet irgendwelchen Gegebenheiten. Aber solange es in diesem Rahmen bleibt, ist alles völlig in Ordnung und ein Unternehmen kann für uns völlig unabhängig so viele Arts haben, wie es möchte. Es kann so viele gesamte Portfolios haben, wie es möchte, auch in unterschiedlicher Safe-Konfiguration, ja, weil das ist ja auch häufig der Fall, dass Unternehmen
also sehr große Unternehmen, die vielleicht mit sehr, sehr vielen tausenden Entwicklern zusammenarbeiten, auch unterschiedliche Safe-Konfigurationen haben. Die einen haben vielleicht schon einen Full-Safe und die anderen starten erst gerade mit einem Essential-Safe. Ja? Also die anderen können auch schon mehrere tausend sein. Also genau, und da ist Agile Hive völlig flexibel. Danke. Ja, Moment. Ja, danke erstmal. Super Vorstellung. Ich habe mal eine Frage. Ich glaube, Grenzen war das richtige Stichwort. Wie sieht's denn mit APIs aus und Vernetzung zu anderen Tools außenrum? Ich frage deswegen, im Safe gibt es dieses obskure kleine Element, das heißt Solution Intent. Wenn man da reingeht, dann steht da was dahinter wie ein tatsächlich Requirement Engineering, Requirement Management. Jetzt habe ich hier Confluence gesehen. Ist jetzt bei Requirement Management nicht so das Tool der Wahl? Was habt dann da für Lösungen? Also Agile Hive basiert, was man jetzt auch hier sieht, nicht nur auf Confluence, sondern auf Jira. Und Jira ist natürlich das Tool, um deine, ich nenne jetzt mal ganz allgemein, Vorgänge festzuhalten, sie durch den Prozess zu steuern und jetzt mal völlig unabhängig von Safe. Und grundsätzlich, dadurch, dass wir natürlich auf Jira bauen, Jira kann natürlich an verschiedene weitere externe Tools angebunden werden, sofern das jetzt die Frage war, um an Daten, keine Ahnung, direktional, bidirektional. Die Frage ging eher so, habt ihr sowas wie eine REST-API, wo man komplett auf euer Datenmodell oder so zugreifen kann, von außen? Ja gut, ich kann mich nur mal wiederholen, also dadurch, dass das auf Jira aufbaut, können diese ganzen Daten... Mit Jira-API. Ja, ja, genau. Okay. Genau. Also vielleicht nochmal ergänzend dazu, wir sind voll integriert in die Atlassian-Tools, ja, das heißt, dass wir jetzt keine sozusagen Zusatzsoftware hinzufügen, die unabhängig davon läuft und völlig anders aussieht, sondern wir sind wirklich fest verankert, wie man auch jetzt hier sieht, zum Beispiel auf der linken, wir sehen ja Jira, auf der linken Seite ist ein zusätzlicher Eintrag zum Beispiel zu sehen für diese Overview und wir greifen natürlich grundsätzlich auf die Standardfunktionalitäten von Confluence und Jira zurück. Es gibt ein Synchronisationstool zwischen Jira und Confluence, was in Agile Hive drin ist, wo du über Regeln festlegen kannst, wann werden Confluence-Seiten angelegt und gerade im Requirements Engineering brauchst du ja auch oft Diagramme, was weiß ich. Und wenn du sagst, okay, ich setze mir irgendwie einen Flag, ich brauche erweiterte Dokumentation, dann kannst du in Spaces strukturiert Dokumente anlegen, die zum einen Inhalte aus den Jira-Texten enthalten, die du dann aber um Prosa, Bilder, andere Medien anreichern kannst und da wird Confluence dann plötzlich doch eigentlich zu dem Tool. Ich weiß nicht genau, was dir fehlt, aber können wir uns gerne. Versionieren und so fehlt. Aber ist ja, okay. Wir haben gestern einen Vortrag über OKRs gehört, also wie ein ganzes, sag mal, Transformationsprogramm eines Unternehmens abgewickelt werden könnte. Wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich so eine Baumstruktur OKR habe mit den verschiedenen Objectives und Key Results auf mehreren Unternehmensebenen, könnte man sowas auch jetzt rein methodisch in einem Safe-Kontext dazu bauen, sodass praktisch dann die Wirksamkeit oder die Erfolgswahrscheinlichkeit klappt? Und wie würde es methodisch gehen jetzt, also hier im Tool gehen? Gut, also im Grunde sind OKRs jetzt mal so aus technischer Sicht, sag ich mal, zusätzliche Felder, die man bereitstellen müsste, um sie dann befüllen zu können, mit Werten ausstatten zu können, vermutlich auch relativ flexibel von Epic zu Epic. Jedes Epic hat andere OKRs, vermutlich sind aber, sag ich mal, die Werte danach in Prozent oder was auch immer, vermutlich immer gleich. Das ist jetzt eigentlich überhaupt kein Problem, die noch hinzuzufügen. Wie gesagt, das ist eben Jira, da kann man Felder und Masken anpassen, wie man möchte. Von OKRs, soweit ich jetzt im Bilde bin, wird aus der Safe-Methodik wird dazu, glaube ich, gar nichts gesagt. Also es gibt Objectives, ja, die hochskalieren bis in die Solution-Ebene.
Ansonsten meine ich weiß sogar noch, ich war noch vor 2 Jahren auf dem Safe Summit hier in Frankfurt, da fragte einer, was ist mit OKRs, und da haben die von Skate Agile sogar gesagt, kennen wir nicht, wissen wir nicht, was das ist. Also, aber wie auch immer, also grundsätzlich, da es auf Jira aufbaut, kann man die mit hinzufügen. Und dann müsste man natürlich mal schauen, was jetzt genau erreicht werden soll damit. Ja? Also wenn man jetzt einfach nur Erfolg oder Erfolge messen möchte, anhand von Bildschirmschonern, inwieweit haben wir etwas erreicht, das passiert ja auch im Anschluss, nachdem zum Beispiel die Entwicklung ja abgeschlossen ist, würde ich mir jetzt persönlich mit zusätzlichen Feldern behelfen. Also die OKRs, die gibt es tatsächlich, aber auch erst seit so circa, ich glaube, 6 Wochen in der Version 5.0. Gut, die ist ja. Deswegen ist es überhaupt im Preview. Aber die gibt es. Und zwar zum Runterbrechen von den Strategic Themes. Was eine ganz interessante Sache ist. Und da wird auch die OKR-Methodik beschrieben im Safe-Framework. Also da sieht man auch, Scaled Agile ist ein bisschen lernfähig, finde ich ganz gut. Ja, also genau, Safe 5.0 basiert ja viel auch auf Business Agility, schreiben sich jetzt auch auf die Fahnen, dementsprechend passiert da viel auch eher methodisch als eben jetzt hier doch im System mehr strukturell. Ich habe mir mal eine OKR-Software angeguckt, die auch extremst komplex schon war mit allen Möglichkeiten und so weiter. Ich glaube, keine Ahnung, so wie Safe jetzt OKRs mit aufnimmt, muss man mit der Zeit eben auch gucken, inwieweit das halt eben auch tatsächlich im Tool, also wie auch die Unternehmen das adaptieren tatsächlich, ob das eine wirkliche Relevanz dann auch hat im Safe-Kontext. Und wenn das so ist, dann würde das entsprechend auch sicherlich im Tool seine Repräsentanz finden. Also was wir jetzt heute auch nicht gezeigt haben, ist, sage ich mal, wir haben zwar ganz kurz ins Strategy Room angeschnitten, aber dann schon sehr spät, also schon bei der Portfolio-Epic-Erstellung. Vorher passiert ja schon noch ganz viel. Grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, im Unternehmen gibt es eine Vision, Mission, Values, daraus werden ja dann die Strategic Themes abgeleitet, daraus wird dann wiederum das Portfolio Canvas abgeleitet, was dann raus wieder Lean Budgets und, ne? Und das haben wir heute alles auch natürlich nicht gezeigt, und wenn wir da oben jetzt im Prinzip, das sind alles Dokumentationsseiten, wenn wir da jetzt noch OKRs hinterlegen, spielt eigentlich keine Rolle. Schöner wäre es dann irgendwie noch, wenn man die dann ein bisschen auswerten kann, also nicht nur als Text, dass man die nochmal vielleicht ein bisschen gegenüberstellen kann. Genau, das ist jetzt noch nicht drin, aber ansonsten sozusagen dieser Strategy-Part. Ich denke auch, was wichtig ist, die Frage, wie werden dann auch OKRs im Unternehmen umgesetzt, wie werden die gelebt, ist das eher was Kollaboratives, ist das eher, ne, also wo auch jeder Senf zu geben kann und so weiter, dann ist die Frage, ob man das, also wo man das eigentlich verortet haben möchte, ist wahrscheinlich eher so eine unternehmenskulturelle Frage dann auch, und dann auch die Frage, wird es vielleicht mal die Möglichkeit geben, sowas anzuknüpfen, ein System, dass das halt eben singulär betrachtet, oder halt eben eher so auf einer höheren Flugebene tatsächlich das direkt in Jira mit zusätzlichen Feldern oder Auswertungsmöglichkeiten eben abzubilden. Ja. Insofern, wenn Safe dran ist, sind wir im Endeffekt auch dran. Bisschen nachgelagert. Sind noch weitere Fragen?